Hallo und herzlich willkommen zurück bei Attack on Titan. Ich habe mich beim letzten Mal wahnsinnig schlecht geschlagen und das möchte ich jetzt ändern. Ich möchte es jetzt versuchen. Und zwar, ja, ich muss mich einfach irgendwie mal ein bisschen konzentrieren. Das ist so schlecht gelaufen beim letzten Mal. Ich muss es jetzt einfach mal hinbekommen. So. Ach stimmt ja, genau. Das war ja die Sache, wo ich auch mit der Mikasa wieder unterwegs bin. Die ja viel, viel, viel schwächer ist. Ne? Die junge Frau. Fängt ja schon wieder gut an. Ne? Fuck you. Ich will einfach cool bleiben müssen. Und mich nicht stressen lassen vor allem, ne? Ich will einfach den Kram hier machen. Hoch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Na gut, so kann man es natürlich auch machen. Das war zwar nicht Sinn der Sache, aber... So, die Kernstreitkräfte von Erwin sind auf dem Schlachtfeld erschienen. Ich sollte zwar Viecher besiegen, hab's auch nicht gemacht. So. Ich werde jetzt einfach versuchen, alles kaputt zu machen, was mir vor die Flinte kommt. Möglichst hier, diese ganze Erwin-Geschichte, ne? Ups. Ich mache jetzt einfach alles kaputt, was geht. Schlechte Neuigkeiten. Jemand wurde besiegt. Das ist mir völlig Schnuppe. Conny, weißt du, du musst auch ein bisschen auf dich selber aufpassen. Ich kann mich echt hier nicht um alles kümmern. Perfekt. So, wo ist Erwin? Da hinten. Bist du rum, Erwin? Wo treibst du dich rum, mein lieber Erwin? Erwin. Da ist er, der Erwin. Okay. So, und jetzt haben wir nämlich hier wieder die Kacke am Dampfen, so wie beim letzten Mal. Und da fängt es nämlich schon wieder an. Es sind einfach zu viele hier, ne? Ups. Ich werde diese Scheiße diesmal schaffen. Schwöre. Ich schwöre. Guck mal, es sind viel zu viele. Fuck, echt. So, guck mal, der Erwin ist schon wieder ganz woanders. Was machst du, dann werden wir jetzt auch einfach mal abhauen. Aus dieser Ecke hier. Komm, weggehen. Einfach weggehen jetzt. Wir folgen jetzt dem Erwin da hinten hin. Denn es hat sonst keinen Sinn hier. Echt nicht. Oh! Oh. Habt ihr das gesehen? Oder was? Das war eine coole Aktion. Was war das denn jetzt? War das mal cool oder wie? Mal gerade so im Vorbeigehen. Ach, das ist aber ein bisschen weit weg, Mädchen. Ne? Junge. Perfekt.
Los, Erwin, weiter. Da hinten ist noch jemand. Wollen den ganzen Scheiß hier beenden. So, dann haben wir hier ein paar kleine. Wo denn? Ich muss jetzt natürlich erstmal zu Erwin, weil das ist die Hauptmission. Dass wir den Erwin beschützen, ne? War's das schon? Ach, da hinten muss ich hin. Hoppala. Leute, diesmal läuft es irgendwie wie geschmiert hier. Ich weiß nicht warum, aber... War ich beim letzten Mal einfach ein bisschen müde, kann das auch sein? Das kann sogar sehr gut sein. Ich habe ziemlich spät beim letzten Mal aufgenommen. Wie Mission fehlgeschlagen. Ach so. Fuck, na gut. Mist. Ja, ja, eine niederschmetternde Wendung. Dann müssen wir halt weiter. Ach, ich hätte das vorher machen sollen. Na gut. Kann ich auch nicht wissen. Oh. Mike? Ich dachte, Mike wäre schon längst tot. So, da hinten ist wieder ein großer Titan beim Erwin. Das zieht sich aber, Leute, oder? Ist alles sehr hektisch hier. Hallo, kannst du mal hier einfach über die Mauer? Haben wir es einfach geschafft? Der finale Fettsack ist erschienen. Ja, da schiebt er seine Plauze wieder ins Bild. Mein lieber Freund. Schicke Frisur übrigens, ne? Da ist er ja. So, jetzt geht's rund. Sag mal, hat die Mikasa irgendwie seit dem letzten Mal an Kraft zugelegt oder was ist hier los? Aber ich habe auch gerade jetzt hier diese, ja, diesen Powerangriff. Ja. Weg, Mädchen, weg! Keine Lust, dass das jetzt schon wieder...
Alter Schwede, du. Das ist aber schon wieder durcheinander. Ach, das sind mehrere. Chaos, Leute. Totales Chaos. Traumhaft. Komm. Alter Schwede, kannst du den mal platt machen? Ihr seht genauso viel wie ich. Habe ich es jetzt geschafft? Ey, was? Wieso ging das jetzt so schnell? Ich glaube, ich habe mich beim letzten Mal einfach zu sehr in dieser Gruppe von diesen 3, 4 Titanen aufgehalten, die mich immer und immer wieder platt gemacht haben. Weil ich dachte, ja, ich muss die schnell besiegen. Diesmal habe ich einfach gedacht, nö, mache ich nicht. Cool. Kann es ja endlich weitergehen. Ich dachte schon, ich würde jetzt hier hängen. Muss ich direkt mal was trinken? Sehr gut. Bin ich aber froh jetzt. Du spielst nun als Armin. Ja, ja. Steuerung ist klar. So. Pass auf, dass du dein Pferd nicht verlierst, egal was auch geschehen mag. Zu Fuß wirst du vor einem Titan nicht weglaufen können. Schon klar. Und falls ich versehentlich mein Pferd verlieren sollte, kann ich es einfach zurückpfeifen, oder? Ja, so ist es. Ein Grund mehr, warum man dafür sorgen sollte, dass das eigene Pferd einen mag. Ach ja. Seit wann muss ich mich darum kümmern, ob das Pferd mich mag? Ich habe noch nichts von gehört bisher. Endlich nehmen wir an einer richtigen Expedition teil. Ich beherrsche die Fernaufklärungsformation mittlerweile wie im Schlaf. Ja, aber ich muss aufpassen, damit ich die Formation nicht versehentlich vermassle. Wir haben es den ganzen letzten Monat trainiert, du dumme Sau. Mach dir keine Sorgen über jedes Detail, Armin. Die hat aber einen Ton an sich, oder? Unmöglich. Wer einen Schritt vor die Mauern tut, betritt das Gebiet der Titanen. Und als Aufklärer muss man diese Angst überwinden. Jawohl, Sir. Gute Antwort, aber sei kein Narr, Neuling. Die Hauptsache ist, dass du lebend zurückkommst. Endlich sind wir auf einer Expedition jenseits der Mauern. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber ich werde meine Pflicht erfüllen. Wow, Rainer. Ich weiß nicht, wie du so ruhig bleiben kannst. Ich zittere fast vor Angst und mache mal... mir Pipi ins Höschen. Ich bin auf meine eigenen Art nervös. Aber da ich bei den Aufklärern bin, muss ich tun, was ich kann. Der Rainer. Der gute, alte, kleine Rainer. So, also, wir gehen jetzt auf Expedition jenseits der Mauern. Bisher hat sich ja tatsächlich alles innerhalb der Mauern abgespielt. Und jetzt, so wie ich das verstanden habe, gehen wir jetzt hinter die letzte Mauer Maria. Oder? Keine Ahnung. Und dann ins zweite Land hinein. Und was wir dort erwarten, das sehen wir dann ab der nächsten Folge. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Macht's gut. Ciao.